Yes, ihr seht das oben rechts. 1415 Punkte, Gold Liga 3. Ich hab's geschafft, endlich hab ich's geschafft. Mann, das war auch ein richtig extrem harter Kampf. Immer dieses, wenn ich offline war, wurde ich direkt wieder angegriffen. Weil, ja, guckt euch mal die Leute hier an, die sind alle, oder ich sag mal zu 90-95% sind die hier über 100 Erfahrungspunkte. Ja, und meine Base, ganz ehrlich, das ist nichts, ey. Das rennt nie so über. Und das Gute ist natürlich, wenn ich einmal geplättet werde, habe ich sofort ein 12-Stunden-Schild, kann also meine Angriffe ein bisschen timen, aber trotzdem war es richtig schwer mittlerweile, aber 15 Orden wieder oben drauf, ja, gelegt. Ja, ich weiß gar nicht, wie es jetzt genau weitergehen soll, wenn ich ehrlich bin, weil es, wie gesagt, es war schon anstrengend bis hierhin, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Also ich würde gerne, eigentlich würde ich gerne noch ein bisschen höher, aber ich glaube Königreich, ganz ehrlich, das mit dieser Base wird's richtig schwer. Und dann braucht man auch halt auch sehr, sehr viel Zeit. Man muss es immer genau timen. Man darf nicht offline gehen, weil dann werde ich wieder angegriffen. Dann sind die Orden wieder weg. Dann muss ich das Schild wieder brechen oder den Friedensvertrag. Zudem werde ich bald ein paar Tage verreisen. Und da kann ich mein Handy nicht aufladen, da wo ich hinreise. Dazu kommt aber noch mal ein kleines Extra-Video. Obwohl, ich glaube, wenn das Video rauskommt, müsste ich schon unterwegs sein. Also, ich glaube, ich bleib jetzt erstmal in Gold 3, baue so ein bisschen auf und schaue dann mal, wie es weitergeht. Zumal, ihr habt es ja letztes Mal gesehen, ganz ehrlich, das mit den Ballisten hier, jetzt sind das hier die Bombarden, die ich upgraden kann, das war ja wohl gar nichts. Ich habe mir jetzt Wiederholung nochmal angeguckt, 2 Schüsse oder was war das, bam, war das Mistding kaputt. Also das kann ich ja wohl voll vergessen. Hier, Bombarde, 280 Trefferpunkte plus 150 nochmal oben drauf. Das ist 50% knapp nochmal mehr. Also auch der Schaden hier, ein Drittel nochmal drauf. Also das macht sich dann richtig bemerkbar. Kostet natürlich fast 3 Millionen. Aber ich denke mal, diese hier, die Bombarde, das ist ja sogar noch vom Zeitalter davor. Ja, also ich muss unbedingt jetzt erstmal die Waffenkammer upgraden. Ihr seht ja hier, die Getty Gunner 8 Stunden brauchen sie, beziehungsweise 9 Stunden noch. Dann möchte ich auf jeden Fall noch die Guerilla-Kämpfer haben und dann versuche ich nochmal so richtige Angriffe zu machen. Nicht immer dieses, ja, Snipen und dann Schüsse und so, das ist auch, ja, das bringt's irgendwo nicht. Ja, das ist total eintönig. Und was ich gerne noch haben möchte, ist, deswegen baue ich gerade auch meinen Tempel aus. Info, kann ich es überhaupt jetzt sehen? Nein, kann ich jetzt leider gar nicht. Aber da gibt es ja einen Zauber, wissen wir, einen Segen, mit dem man die Truppenausbildungsgeschwindigkeit erhöhen kann. Und den möchte ich gerne haben, weil da kann ich viel schneller die Angriffe hintereinander ballern. Und dann geht das alles viel schneller. Da braucht man nicht so viel Zeit. Also, erstmal Goldliga 3 bleiben. Wochenende fahre ich weg. Nächste Woche stecken wir uns neue Ziele, wenn wir hier auch so ein bisschen ausgebaut haben. Und nur für diejenigen, die es interessiert. Ich habe das mal so durchgerechnet. Ich habe ja mal ein Video gebracht von wegen Karawanen und Farmen lohnt sich nicht. Ist auch schon älter, einer Monate oder so, ich weiß es gerade gar nicht genau. Wurde ja so ein bisschen geändert, das Ganze. Und ich habe das mal so durchgerechnet, wenn man die Karawanen, glaube ich, auf 12 hat, kommt darauf an, was für einen Technologiebonus man hat und so weiter. Da sind das knapp 400.000, glaube ich, die man am Tag bekommt, Gold und Nahrung. Also das ist schon richtig heftig. Ihr könnt es ja selber mal durchrechnen. Hier Karawane, 1570 pro Stunde mal 8 Karawanen mal 24 Stunden plus Straße und so. Also da kommt schon richtig was zusammen. Also da kommt schon ordentlich Kohle, die man, ja, mit der man auch ordentlich ausbauen kann. Kostet zwar immer mehr, klar, aber wenn man am Tag so, keine Ahnung, eine halbe Mille kassiert, dann, ja, das sammelt man sich auch schnell zusammen. Wobei man sagen muss, oder wozu man auch sagen muss, das Schild hält hier jetzt noch 6 Stunden, aber 12 Stunden hält es bei mir, wenn die mich platt machen. Ja, dann gehen zwar so ein paar Ressourcen weg, aber den Rest habe ich dann noch, also kann ich sogar passiv so ein bisschen Ressourcen sparen. So, jetzt hatte ich ja letztes Mal aufgefordert, schickt mir mal eure Bilder bei Facebook. Ich habe schon so ein paar Bilder bekommen, bevor ich diesen Aufruf gemacht habe. Und das erste Bild wollen wir uns mal ansehen. Und zwar von Archer Aces. Ich weiß gar nicht, ob das so ausgesprochen wird genau. Aber hier ist sein Bild. Er hat geschrieben, ja, wie kann das sein? Er ist ein Japaner, Schießpulverzeitalter, Level 40. Ja, wie er das geschafft hat, weiß ich nicht. Ich sehe natürlich jetzt auch nicht das ganze Bild. Kann sein, dass er nur die Farben hochgelevelt hat. Oder ich gehe ganz stark davon aus,
dass es nicht auf legale Art und Weise passiert ist. Genauso wie das nächste Bild von Dennis. Auch hier das mit Sicherheit nicht auf legaler Weise. Denn wie soll man im Zeitalter der Aufklärung sein, wenn man so eine Pissmühle da noch hat, da passen die ganzen, oder beziehungsweise den Markt, da passt das ganze Gold gar nicht rein, um das abzugraden. Also das auf jeden Fall, ja, eine Cheater-Base. Und ich weiß nicht, ob es bei Archer auch so war mit den Uchiha. Aber da können wir eigentlich mal reingucken. Uchiha Madara, wie heißt der? Gucken wir jetzt mal rein. Aber da, ob es hier vielleicht noch gibt. Das Bild ist jetzt schon nicht mehr ganz so jung. So, der nennt sich die Gilde heißt Kubik. Team 1. So. Suchen wir mal. Offen, der Gute heißt Uchiha irgendwas. Wo ist er? Vielleicht haben sie ihn auch schon gekickt. Das wäre natürlich das Beste eigentlich. Da ist er doch. 41. Hat sogar gespendet. Der Truppen erhalten sogar. Bin ich jetzt auch mal gespannt, ey. Okay, er ist immer noch Schießbauer-Zeitalter. Jetzt hat er hier zwei Mühlen. Hat er gar keine Straßen, nichts. Da ist ein Markt. Da ist auch ein ausgebauter Markt. Und das sieht mir nach so einem halb ausgebauten Markt aus. Ich weiß es nicht. Bin mir nicht sicher. Es könnte sogar sein, dass es reicht. Aber wie hat er das geschafft? Ohne Mauern und alles. Ich verstehe das nicht. Sieht mir aber jetzt so auf den ersten Blick, könnte es auch auf einen legalen Wege geschafft haben. Da will ich ihm nichts unterstellen. Das könnte durchaus sein. So, gehen wir ins nächste Bild. Beziehungsweise zwei Bilder. Geet hat hier zwei Bilder geschickt. Ja, und dieses Bild hier von Mars. Ja, das ist offensichtlich. Auf jeden Fall ist da irgendwas falsch gelaufen. Er hat da erstmal in das Spiel reingekriegt, will ich einfach mal so sagen. Und das Kuriose, nachdem er mir das Bild geschickt hat, habe ich diesen Gegner tatsächlich sogar bei mir bekommen in der zufälligen Spielsuche, will ich mal sagen. War mehr Zufall als alles andere. Aber ich habe ihn, ja, kann er nicht, was soll man da machen? Das kommt man nie durch. Also, totaler Quatsch. Ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt, aber ich hoffe natürlich, dass diese Leute recht schnell hier verbannt werden. Und das nächste Bild auch noch sehr kurios, ein Verteidigungslog, oder? Müsste das, ja, es wird auf jeden Fall ein Verteidigungslog sein. Ja, 25 Kanonen, 44 Reiter, 105 Junker oder was das sein soll. Geht natürlich gar nicht, da wurde auch ordentlich geschummelt. von der Truppenkapazität natürlich. Ja, wie soll das gehen, ne? Ganz klar. Einfach Spieler gemeldet. Ich hoffe mal, er wurde entfernt von dem Spiel. Und weg ist er. Gut ist die Sache. Ja, was hatte ich noch für euch? Ziele hatte ich bereits besprochen. Irgendwas hatte ich noch. Jetzt habe ich schon alles wieder vergessen. Kurzes Base-Update. Genau, kurzes Base-Update noch. Ich habe eigentlich soweit alle Gebäude. Okay, eine Garnison kann ich noch bauen. Weil ich hier in der Bücherei erforscht habe, dass ich noch einige Sumpen habe. Ansonsten bin ich, was Gebäude angeht, habe ich alles gebaut, was man hier in Dominations bisher oder bis zu diesem Moment, 13.07., bauen kann. Mehr geht nicht. Und ja, ist aber selbst das Gebäude kann ich nicht mal mehr bauen, weil ich muss erst dafür Wald roden. Die eine Garnison, ja, ist jetzt nicht kriegsentscheidend. Ich werde erstmal die anderen so ein bisschen hochleveln. Versuchen, dass ich jetzt am Wochenende vielleicht das eine oder andere Mal noch eben das schnell das Handy anmache und noch eben mal hier vielleicht was baue. Oder vielleicht rode ich auch einen Wald nach dem anderen. Ich weiß gar nicht, wie teuer das hier noch wird. Aber das sehen wir dann. Sorry, wenn es hier heute wieder eine kleine Laberfolge wird. Aber ich will euch hier mit den Angriffen der Reiter mal eben verschonen. Denn es gibt was Neues. Wahrscheinlich, wenn das Video hochkommt, nicht mehr ganz so neu. Aber Nexen hat im Forum ja gefragt, ja, was stellt ihr euch unter einem Allianzkrieg vor, was findet ihr toll und so weiter. Und da gibt's richtig Diskussionen, also Nexen ist auf jeden Fall dabei, über einen Allianzkrieg nachzudenken, was mich eigentlich schon fast ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte gedacht, sie sind mit der Entwicklung schon ein bisschen weiter, vielleicht holen sie sich noch so den einen oder anderen Vorschlag von der Community ein. Ist ja auch eine gute Sache, dass man da nochmal ein bisschen auf die Community hört, was will die Community überhaupt. Aber ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe auch oder ich denke, dass bald auch was passieren wird. Gab schon lange kein großes Update mehr, auch kein Patch-Day mehr oder sonst irgendwas. Also ich denke mal, da wird bald was kommen. Es wird aber auch erwartet von Nexen. Ja, leider etwas Gelaber, Rhabarber, aber muss ja auch manchmal sein. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Ich danke euch wieder fürs Zusehen. Also, bis dann. Ciao.